Die unterschiedlichen Varianten des Coronavirus sollen künftig nach den Buchstaben des griechischen Alphabets benannt werden und nicht mehr nach den Ländern, in denen sie zuerst registriert wurden. Damit soll eine Stigmatisierung dieser Staaten vermieden werden. Wie die Weltgesundheitsorganisation in Genf mitteilte, gilt dies für Mutanten, die als besorgniserregend oder als von Interesse eingestuft worden sind. Die griechischen Buchstaben sollen nicht die wissenschaftlichen Bezeichnungen ersetzen, sondern in der öffentlichen Diskussion helfen, hieß es weiter. Nach dem neuen System heißt die sogenannte britische Variante nun Alpha, die erstmals in Südafrika entdeckte Mutante wird zu Beta, die brasilianische Variante zu Gamma. Bei der sogenannten indischen Variante wird zwischen zwei verschiedenen unterschieden, die nun Delta und Kappa heißen. Weil die wissenschaftlichen Bezeichnungen schwer auszusprechen und zu merken seien, benennen die Menschen die Varianten oft nach dem Ort, wo sie entdeckt wurden. Dies könne stigmatisierend und diskriminierend sein, so die Weltgesundheitsorganisation.